Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde mit unserem Schamanendeck. Wir starten heute nochmal oder probieren es nochmal ein bisschen weiter. Wir haben jetzt schon gute Runden oder gute Erfahrungen gemacht mit dem Ragnaros in dem Deck. Er hat bisher uns eigentlich gute Dienste geleistet und wir schauen mal, wie es jetzt heute laufen wird, was wir mit unserem Gegner entsprechend machen werden. Und wir bekommen einen Paladin. Gegen Ucha. Okay. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Eure Zeit ist gekommen. Stottern sieht beschissen aus. Deswegen werden wir hier noch ein bisschen variieren. So, einmal, zweimal, dreimal. Feendrachen ist... Ja, gegen einen Paladin ist es gut. Das ist sehr gut. Schauen wir mal aber, was er draus macht. Was er jetzt... Er wird wahrscheinlich... Das Licht beschützt mich. Er spielt eine Knappin. Gut, alte Grundregel beim Paladin, lass bloß nichts stehen. Ja, wir spielen mal an den Feendrachen. Schauen wir mal, müsste eigentlich, hat er schon irgendeinen Buff, den er spielen kann? Kann ich Bedarf würfeln? Nein, er spielt lieber einen Beutehamsterer. Und springt uns hiermit ins Gesicht. Gut, welchen nehmen wir mit was weg? Die Frage ist eigentlich recht einfach zum Beantworten. Das heißt, wir spielen einmal ihn weg. Geben ihm keine Möglichkeit zum Karte ziehen. Und spielen uns selber. Ich überlege entweder eine Waffe anziehen, aber dann... Ja, ich spiele eine Waffe. Elemente. Geh einmal ins Gesicht. Nee. Zack. Geh ein zweites Mal ins Gesicht. Zack. Das war's. Und das Deck sieht schon wieder ein bisschen aufgeräumt aus. Das Licht beschützt mich. Die nächste Nuss. Und er spielt noch einen. Gut. Wir schauen erstmal, was wir hier haben. Ein Heiltotem. Passt. Elemente, deswegen einmal hier drauf. Zack. Den schieben wir direkt ins Gesicht. Dann liegt er bei 27. Und... Naja, kann eh nicht angreifen. Deswegen warten wir mal ab. Lassen ihn wieder ein bisschen hochheilen. Und schauen, ob er da drauf jetzt irgendeinen Buff hat. Buff. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Okay, er bufft ihn hoch auf 2. Melde mich zum Dienst. Bringt uns an den Feendrachen weg. Passt trotzdem. Ich überlege allerdings, ob ich nicht den Dreier lieber wegnehmen soll. Den können wir aber auch hiermit wegnehmen. Elemente, deswegen räumen wir hier wieder ein bisschen auf. Einmal. Er darf auch angreifen. Zweimal. Und wir spielen einen. Na, kann ich Bedarf würfeln? Das war's. Wir spielen beide im Kombi. So, schauen wir, was er macht. Bufft er ihn hoch? Wäre natürlich ein bisschen blöd. Nein, er zieht seine Heilwaffe an. So, und wird beide abräumen, oder? Sehe ich das richtig? Tatsache. Gut. Wir haben einen 6er Schaden hier. Er macht jeweils 5, haben 2 Tanks. Macht 4, macht 6, 5, bringt ihm also nichts. Deswegen spielen wir unser Feuerelementar auf ihn. So, das kriegt er mit seiner Waffe nicht weg. Und ist dadurch natürlich ein bisschen eklig für ihn. Wir spielen einen Rekruten. Geht.
Okay. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir schauen erstmal, wenn wir einen Heiler kriegen, können wir angreifen. Direkt hier drauf. Einmal zusätzlich zücken wir uns noch einen Tanken. Und da waren sie wieder meine drei Probleme. Und die Probleme werden gleich noch ein bisschen größer. Gut, dass er das jetzt gemacht hat. Okay, er räumt einmal komplett auf. Und spielt dummerweise direkt auf uns rein. Hat dadurch keine direkten Möglichkeiten mehr, was zu machen. Ich überlege, ob ich jetzt erst keinen Bluthub spielen soll oder direkt Ragnaros. Und ich denke, wir spielen zuerst unsere Kane Bluthub-Kombi. Verzag nicht, Mädchen. Die Erdenmutter ist nah. So, schauen wir, was er macht. Kommt was von ihm? Gerechtigkeit. Gut. Ich überlege, spielen wir Ragnaros in Kombi auf ihn? Ja, machen wir. So, dann nehmen wir ihn raus aus dem Spiel. Er hat noch... Ach, hätten wir gar nicht gebraucht. Für die Ehre. Oh, nein. Für die Ehre. Sind auf uns so. Wir haben es weiter und für ihn geht es jetzt rapide runter. Außer er hat noch eine Aufräumer wie vorhin. Befolgt die Regel. Gut. Spielt ihr gern mit Feuer? Er geht direkt auf uns. Okay, wir haben hier einen Tank, hier haben wir einen Zweier. Wir schauen aber zuerst mal, was wir für ein Totem bekommen. Tank-Totem, das ist schön, damit brauchen wir diesen Tank hier nicht. Hier haben wir einen Dreier, Zweier, der hat natürlich jetzt noch mehr Angriff. Einmal. Zweimal. Und wir haben sogar noch vier übrig. Und spielen ihn auf ihn. So, die nächsten 8 Schaden für ihn. Sind wir gespannt, was er jetzt macht. Okay, er will ein bisschen aufräumen. Geht auf unsere Flammen zum Toten, oder? Ja. Melde mich zum Dienst. Warum spielt er das auf den? Okay. Lieb von ihm. Das Dingo. Und ihm ja einen Damm. Da ist noch mal ein Heiler. So. Und im Prinzip. Und das hier wieder weg. Und es gibt bei der 8 Schaden auf ihn drauf. Eure Magie wird euch nicht retten. Nicht, Jüngelchen. Die Erdenmutter ist nah. Der Sieg. Oh, danke schön. Ich hätte eigentlich noch gar nicht gewonnen gehabt. Aber vielen Dank trotzdem für den geschenkten Sieg in dem Fall. Naja, war jetzt aber auch echt gemein. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like. Ansonsten dürft ihr gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr an dem Deck noch verbessern würdet. Und dann sehen wir uns morgen zu einer neuen Runde. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.